ein neuer Seelenstrip. Ein Thema möchte raus. Ich bin mal gespannt, was es ist. Und dann holen wir uns natürlich hier den Ratschlag des Universums, was hier zu tun ist oder was du tun kannst, was du beherzigen sollst. Schauen wir mal, was ist das Thema hier? Sommerlich, das ist doch eine sehr schöne Karte. Ja, fehlt vielleicht gerade aktuell ein bisschen an Spaß und Abenteuer, ne? So ein bisschen wieder glücklich sein, in der Hoffnung sein, dass alles gut wird, ne? Vielleicht hast du da gerade eben genau nicht diese Phase, ja, dass du sagst, vielleicht kannst du dich über glückliche Momente gar nicht mehr wirklich richtig freuen, ja, dass du momentan so gar nicht einfach die schöne Zeit, die wir jetzt haben, hier genießen kannst. Schauen wir mal, was hier dahinter steckt. Was haben wir hier unterm Deck? Die Schwarzmalerei, guck mal. Ja, die Karte sagt ja schon, ne, man kann nichts Positives erwarten, wenn man nur negativ denkt. Guckt euch dazu gerne auch mal die Wochenlegung an, die ich hier im Mitgliederbereich hochgeladen habe. Wirklich sehr, sehr spannend und wertvolle Tipps wirklich auch dabei. Also wenn du gerade hier so bist, dass du sagst, ja, ich kann, also irgendwie ist mir gerade die Freude hier verloren gegangen, ja, weil ich nur von negativen Sachen umgeben bin, dann schau dir diese Legung an, ja, ganz wichtig. Ich hatte da den Löwen-Neumond angesprochen, der ja am 4. August, das hatte ich dann erst zu spät gesehen, ja, schon eingetreten ist, und das heißt, diese Phase haben wir ja jetzt. Also ich kann es nur empfehlen, guckt euch das an, bucht euch gerne mal ein unter Melanie Premium, ne, da findet ihr dann auch die, zum einen die Wochenlegung, zum einen die Schneckenrippörtchen, zum einen das Seelengespräch und auch die große Legung. Ich bin nur ein bisschen hinterher, aber wie gesagt, das kann ich euch nur empfehlen. Also das heißt, hier ist viel zu viel Pessimismus drin, viel zu viel Skepsis, ja, dass einfach sich etwas wieder zum Positiven verändern kann. So, wir schauen uns das mal an, was hier der Ratschlag der Kärtlein ist, beziehungsweise der Ratschlag des Universums. Was kannst du denn hier tun? Oder was ist hier der Rat dazu? Vertrauen, ja. Wie soll es denn anders sein? Na, dieses Thema ist ja momentan präsenter denn je, dieses Vertrauen in sich selbst zu setzen, Vertrauen in das Ganze zu geben, ja. Also viel Selbstwert, Selbstliebe und eben auf die Intuition auch hören, sich selber wirklich zu vertrauen. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Schauen wir mal, was haben wir noch? Den Brief und den Erfolg. Guck mal. Vertrau dir selbst, sei lockerer in der Kommunikation, ja, du wirst hier in den Erfolg geführt oder du wirst damit Erfolg haben, das heißt, geh auch in die innere Kommunikation, schau dir das nochmal an, ja, warum bist du nicht glücklich, warum hast du keinen Spaß, warum kannst du dich nicht über schöne Momente freuen, was steckt hier dahinter, na, belichte das Ganze und wir haben hier die Sonne, das heißt, zweimal sommerlich und einmal, also, das heißt, zweimal eigentlich die Sonne, ne, hier haben wir schon sommerlich, hier haben wir die Sonne. Genieße es gerade, ja, schau dir das nochmal an, ne? Geh auch vielleicht mit einem Freund in die Kommunikation, wenn dir das hilft, vielleicht mit jemandem darüber zu sprechen, ja, wie man da weitergehen kann, vielleicht kennst du jemanden, der schon mal in einer ähnlichen Situation war oder du kannst auch gerne bei mir hier eine Legung buchen, dass wir uns das genauer anschauen, was da noch dahinter steckt, aber vertraue dir selber, ne? Geh in die Innenschau, geh in die innere Kommunikation, guck dir das nochmal an. Na, der Erfolg ist ja aber gewiss. Also du sollst es genießen jetzt. Ja? Schau, dass du etwas in die Balance bringst. Der Neuanfang wartet ja hier schon auf dich. Guck mal. So schöne Karten. Sonne, Lilie, Baum, das Kind. Ne? Also es können alte kindliche Themen sein. Ja? Das ist da jetzt wirklich zu belichten, zu beleuchten, das in den Ausgleich zu bringen, daraus zu wachsen. Ja. Braucht natürlich ein bisschen Kraft, ja, hier ist so viel Unsicherheit dahinter, die aber schon rausgehen möchte, ja, und wer verursacht diese Unsicherheit? Der Denker, ja, weil man denkt immer wiederholend und denken und denken und denken, ja, und dadurch verzögerst du das alles, ja, vielleicht auch in Herzensangelegenheit, wo die Verzögerung drin ist, vielleicht sehnst du dich auch nach Liebe und so weiter, vielleicht möchtest du ja in eine Liebe gehen, aber dieses Sicherheitsthema, diese ständige Kontrolle, die dahinter herrscht, ja, die macht es dir natürlich hier nicht einfacher, ne? Sondern das nimmt dir im Endeffekt die Energie, die Lebensfreude, anstatt dessen, dass du es einfach mal nur mal genießt, ja, was haben wir hier denn noch unter der Schwarzmalerei, die Heilung, guck mal. Alles, was zu deiner Heilung beiträgt, befindet sich bereits in dir. Also hier geht es viel um die Innenschau. Ja, ist der Fokus jetzt drauf gelegt. So. Wo habe ich denn meine Karte? Ah, da. So. Schauen wir uns die Themen einzeln mal an hier.
mal ein bisschen auseinander. So, der Hund, da haben wir die Sonne und die Sense. Ja, guck mal. Na, es geht um Spontanität auch wieder, aber wie gesagt, beleuchten, belichten, was strengt dich hier noch an? Hast du noch irgendwo eine Verletzung, ja? Oder ist etwas noch zu bearbeiten? Ja, die Sense ist nicht umsonst die Arbeitskarte. Ja? Das heißt, also hier nochmal Licht hineinzubringen und zu sagen, wo stehe ich noch nicht für mich selbst ein? Wo stehe ich noch nicht zu meinen Sachen? Wo habe ich noch Angst? Oder wo muss ich mich noch öffnen? Ja, es gibt, wie gesagt, der Löwe-Neumond ist nicht ohne. Ja, und da können natürlich nochmal die Sachen nach oben schwabbeln, aber es geht jetzt wirklich darum, sich zu öffnen. Ja, schau mal, wir haben hier sogar die Herzöffnung da. Und da braucht es eben jetzt deine Kraft, daraus zu wachsen. Ja, schau mal, die Wiederholungen sind nur noch kurzfristig, aber das ist bei dir immer nur die Gedanken, die das im Endeffekt entstehen lassen. Bereinige das. Ja, bereinige, was dich noch belastet. Sicherheitsthema, ja, Selbstwert, Selbstvertrauen, daran solltest du festhalten oder nichts anderes. Und dann kann dieses Thema auch durchtransformiert werden. Ja, du kannst es wirklich ein für alle Mal gehen lassen. Ist wunderschön anzuschauen, ja, aber wie gesagt, verplempere deine Zeit hier nicht. Ich sage es immer wieder, auch wenn die Situation gerade schwer ist, wirklich zu gucken, dass du hier das Positive für dich rausholst. Schau mal, die Obelisken. Klärung von Fremdenergien. Alles, was nicht in dein Leben gehört, kann weg, braucht man nicht mehr. Ja, darf jetzt gehen. Das heißt, hebe deine Schwingung an, ja, indem du positiv bist, indem du nicht schon wieder negativ denkst und was wieder alles schief gehen kann, ja, sondern einfach mal positiv denkst. Ich weiß, das ist Training, ist Achtsamkeitstraining, ja, sich wirklich den Gedanken zu widmen und hinzuschauen, was denke ich eigentlich den ganzen Tag. Ja, und guck dir mal an, ob diese Gedanken, die du hast, tatsächlich wirklich real sind. Also sind das Fakten, die gerade auf dem Tisch liegen, oder ist es nur ein es könnte, wäre, wenn Thema? Ja, und das brauchen wir nicht. Und vielleicht suchst du dir hier Rat über die Spiritualität. Ich sag dir, vielleicht redest du mit jemandem, der schon mal in so einer Situation war, oder du holst dir auch vielleicht einen Rat über die Karten. Es kann jetzt in einer persönlichen Legung sein, es kann aber auch hier, indem du dir diese Orakel einfach anschaust, sein. Na, wo du lernst, dass du wirklich hier wieder auf dein Bauchgefühl hörst, auf deine Intuition und dich nicht von außen hier beeinflussen lässt. Ja? Oder dir anschaust, wo sind vereinnahmende, kontrollierende, destruktive Personen in deinem Umfeld? Ja? Wo steckst du dann noch in Verbindlichkeiten fest? Oder was hält dich hier eigentlich noch? Und da geht es jetzt mit dem Engel der Freiheit eben in die Loslassenergie. Ja? Also wirklich diese Ketten zu sprengen und zu sagen, ich brauche das nicht. Und dich hier in die Unabhängigkeit zu bewegen. Oh, wir haben schon heftige Themen aktuell. Jetzt gucken wir mal auf den Brief. Das Kreuz und der Ring. Ja, es geht darum, Belastendes. Ne? Etwas, was belastet, was sich immer wiederholt. Es kann auch hier um zwischenmenschliche Beziehungen gehen, kann in der Arbeit etwas sein. Auf jeden Fall ist hier etwas belastend, was sich immer ständig wiederholt oder irgendwas, was eigentlich schon lange rausgehört. Ja? Hier haben wir wieder mit den Lilien die Ausreinigung im Endeffekt oder die innere Reinheit. Also etwas, was im Inneren zu säubern ist, damit du hier wieder in deine innere Mitte, in deine Balance kommst, weil das bist du momentan nicht. Ne? Man sieht hier, hier ist die Veränderung blockiert oder der Wandel, den blockierst du eigentlich dadurch selbst, ja, weil man sich immer hier wieder verstrickt. Und es geht jetzt darum, im Endeffekt in diese Verstrickung die Klarheit hineinzubringen. Und das geht halt nun mal nur, wenn ich mich hier mit mir selber beschäftige, ja, mich in der Kommunikation auf Reisen begebe und meine tiefsten Wünsche mir hier anschaue, ja, meine tiefsten Träume, meine Bedürfnisse. Ja, wo sind hier noch Unklarheiten? Wo kann ich hier in die Leichtigkeit kommen? Also da ist schon noch einiges zu tun. Ja? Schau mal, na, sind auch mit Sicherheit diese Zweifel da gegenüber deinem Wunschpartner, aber auch die Zweifel da, soll ich nach vorne gehen? Soll ich etwas tun? Ja, sollst du. Na? Aber man hat Angst, nach vorne zu gehen. Na? Hier sind die Ängste wieder da, die einen davon abhalten, na? Weil einfach schon wieder diese negativen Gedanken dazwischen kommen und sagen, ja, aber dann passiert wieder hier und dann ist das, knüpft also immer wieder an die Vergangenheit an. Und es geht also wirklich darum, die endlich loszulassen, weil du bist im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Und was mal da passiert ist, ja, das ist schon passiert. Ja, heißt nicht automatisch, dass es sich wiederholen muss. Nur wenn ich natürlich das ständig im Kopf habe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich das dann immer wieder anziehe. Na?
Guck mal, mach dich unabhängig bitte von diesem Ganzen. Geh hier mit deiner Klugheit und mit deinem Verstand dran, mit gesundem Menschenverstand, ja. Aber bleib trotzdem in deiner Faszination drinnen, dass alles schön sein kann, ja. Das ist nicht immer negativ. Also unabhängig von diesem, oder beziehungsweise in die Unabhängigkeit von dem gehen, was sich hier ständig wiederholt, ja. Weil das willst du ja nicht mehr. Das ist ja das Belastende, ja. Vielleicht auch in der Kommunikation hier, wo sich etwas ständig wiederholt. Dann geht es einfach darum, zu sagen, okay, gut, da muss ich da vielleicht etwas verändern. Wir haben hier die Welle und das ist momentan echt etwas, was dich einfach überfordert. Ne? Stößt hier ein bisschen so an deine Grenzen, weil du vielleicht Angst hast, etwas zu verlieren. Ja, aber hier geht es um einen Umbruch. Guck mal. Und der Umbruch soll ja auf der Herzebene oder in Liebesangelegenheiten stattfinden. Aber erstmal in der Liebe zu dir selbst. Ja, sei dir selber verbunden, sei selber zart zu dir, sei selber anerkennend zu dir, verehre dich selber. Ja, bevor das hier jemand im Außen tun kann. Und da geht es jetzt darum, eben Möglichkeiten und Wege zu finden, aus dieser Sackgasse, wo du gelandet bist, ja, mit diesem ständigen Schwarzmalereien wieder rauszugehen. Du hast die Kraft, du kannst es verwirklichen, wenn du willst. Ja, du kannst deinen Herzschmerz hier hinter dir lassen. Ja, indem du strukturiert nach vorne gehst, ja, und dir anschaust, wo fühlst du dich hier bedroht? Na, oder was ist hier eigentlich das Thema, dass du immer wieder deinen Schutzpanzer aufschnallst? Weil im Endeffekt haben wir hier wieder den Engel der inneren Einkehr, der sagt, geh rein in die innere Einkehr, ja, ordne deine Gedanken, ändere deinen Blickwinkel, sortiere dich neu, schau dir die Sachen genau an, achte auf die Details. So, und auf den Erfolg, wir fallen schon mal die Routen raus. Ups. Wie schön, hier haben wir einmal die Routen, dann haben wir den Reiter bekommen. Jetzt muss ich hier nur ein bisschen rüberräumen, da sehen wir schon fast gar nichts mehr hier. Und wir haben den Fuchs bekommen, guck. Es geht also wirklich darum, dieses Rausreinigen, dass man sagt, ja, ständig diese Zweifel, was man hier tun soll oder soll man überhaupt irgendwas machen. Ja, man zweifelt immer an seiner eigenen Vorgehensweise und das ist halt durch den Verstand geschuldet. Ja, weil du denkst und du fühlst nicht und wir kommen aber mit dem Denker nicht mehr weiter. Das ist, habe ich schon vor Wochen, Monaten und letztes Jahr gesagt. Der Denker wird wegfallen und genau da wirst du jetzt hingebracht. Ja, und das heißt, natürlich kommt dann noch mehr Unruhe rein und noch mehr Stress und noch mehr Unsicherheit und noch mehr Blockaden und noch mehr Zweifel, weil ich merke, dass ich mit dem Verstand im Endeffekt nicht mehr weiterkomme. Und das macht mich noch unruhiger, ne? Weil ich muss ja das loslassen, weil man so verbissen an etwas festhält, ja, an dieser Sicherheit hier. Kontrolle. Ich muss es unter Kontrolle halten oder ich muss etwas kontrollieren. Ja, ich muss wissen, dass es sicher ist. Erst dann kann ich nach vorne gehen. Das wird die hier aber zerbröseln. Ja, der Erfolg steckt darin, dass du das bereinigst. Na, dieses ständige Misstrauen, irgendwas tun und machen zu wollen. Oder vielleicht hast du auch ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, ich genieße jetzt einfach mal meine Zeit und bin nicht verfügbar. Ja, dann bist du nicht verfügbar. Punkt Ende aus. Es ist ja dein Leben. Ja, es geht um die Gestaltung deines Lebens, dass du hier wieder an Energie bekommst, dass du aus diesem Negativen rauskommst und alle anderen haben das zu akzeptieren. Wer es nicht akzeptiert, muss es ja auch nicht. Gibt es so ein rechteckiges, großes Loch in der Wand, da kann man durchgehen. Na? Also hier wirklich zu schauen, dass du hier von diesen Sicherheitsthemen ablässt, ja, diese ständigen Kontrolle durch den Verstand, sondern wirklich hier in dein Vertrauen reingehst. Nur das Vertrauen bringt dir Beständigkeit und Wachstum auf längere Sicht. Der Verstand wird es nicht tun. Ja, wir brauchen immer den gesunden Menschenverstand in manchen Situationen. Aber ich bin so, dass ich sage, nö, eigentlich reicht dein Bauchgefühl völlig aus. Und das ist wurscht, in welcher Situation das du bist. Wenn du heute jemanden kennenlernst und dein Bauchgefühl sagt, ja, dann ist es 100%. Ja, aber dein Verstand wird sagen, na, jetzt kennen wir den ja noch gar nicht und dann müssen wir ja noch kennenlernen und dann müssen wir noch schauen und so weiter. Nein, müssen wir nicht. Mein Bauchgefühl hat schon gesagt, stimmt was nicht. Oder genauso, wenn ich heute um meinen Job schaue, ne, die Stelle ist zwar super, aber irgendwie im Gespräch hast du ein komisches, mulmiges Gefühl. Dann achte darauf, weil das ist nicht umsonst da. Das kann noch so ein super Angebot sein mit viel Geld und so weiter, aber vielleicht sind die Arbeitskollegen oder ist das Klima so dermaßen beschissen, dass du noch früher oder später sowieso wieder rausgehen wirst. Ja, weil dein Bauchgefühl schon vorher gesagt hat, nie, das ist es nicht. Aber man lässt sich halt durch den Verstand immer wieder verleiten und genau das ist das Problem hier. Ne? So, schauen wir mal auf den Erfolg hier noch. Und wenn ich natürlich dann permanent in dieser Schlaufe drinnen bin, dann kann ich gar nichts mehr genießen. Wunscherfüllungsei, guck mal. Es geht um deine Gedankenkraft und ich habe euch schon so oft gesagt,
dass das, was ihr denkt, zieht ihr an. Gedanken sind wirklich sehr, sehr machtvoll. Und hier ist es wirklich der Hinweis, in die positiven Gedanken zu gehen. Solange du hier in der Schwarzmalerei bist, brauchst du dich nicht wundern, wenn das genau so wird, weil du ziehst es förmlich an, weil du hast ja nur das im Schädel. Und wie gesagt, Gedanken sind sehr machtvoll. Und hier geht es wirklich, das Vertrauen ins Universum zu legen, dass das schon gut ist, so wie es ist, wie es gerade für dich läuft. Ja? Wie gesagt, guckt euch die Wochenlegung an. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Mega interessant und da sind so viele Sachen drin. Und genau da geht es auch um dieses Thema mitunter. Ne? Schau mal, wir haben hier unten drunter das Gericht. Das heißt, triff eine gerechte Entscheidung. Schau mal, ob das für dich eigentlich passend ist und ob das für dich überhaupt schön ist. Weil das kann ich mir kaum vorstellen, ja, dass du dich gerade hier wohlfühlst. Tolle Zeit jetzt aktuell und man kann es überhaupt gar nicht genießen. Oder es geht überhaupt um glückliche Momente im Leben zu haben, wo man sagt, pff, hatte ich eigentlich schon lange gar nicht mehr, weil ständig läuft immer alles schief. Ja, dann ist die Frage, warum tut es das? Bist du auch positiv von den Gedanken her ausgerichtet? Bist du auch positiv von dem ausgerichtet, was du sprichst? Ja, positives Mindset, positives Wording. Also ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Ja, guck, das ist der Hinweis. Ja, also wer gerade dieses Thema hat, sehr, sehr schöne, wertvolle Information. Also bitte daran arbeiten. Der Erfolg liegt ja schon da. Ne? Okay, meine Schatzeleins, in diesem Sinne, ich drücke euch ganz lieb und wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis denne. Ciao.